Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Leaders in Motion aus München. Heute mit mir an Bord die Ellen Meyer. Die Ellen hat über LinkedIn unser Interview schon ganz toll angekündigt. Das ist auch das Stichwort, was du machst. Du bist HR-Expertin, beschäftigst dich mit dem Thema HR, bist Coach und auch LinkedIn-Bloggerin, wenn man das so sagen kann. Ganz toll, dass du heute mit mir jetzt hier in dem Tesla durch München fährst und dass wir uns mal ein bisschen über das Thema HR unterhalten. Herzlich willkommen bei mir hier an Bord. Ja, danke, lieber Robert, ich freue mich sehr. Ja, es wird, glaube ich, ein spannendes Gespräch. Wir haben ja jetzt schon im Vorfeld uns so ein bisschen über HR-Themen ausgetauscht und so die ein oder anderen Ideen diskutiert. Und ich glaube, das wird ein ganz spannendes Interview. Das denke ich auch. Warum auch die Fahrt jetzt im Tesla zusammen? Also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über LinkedIn. Und du hast die Turntable Rockers. Das ist dein Format auf LinkedIn. Und da habe ich gedacht, naja, Turntable Rockers und ich als Metal-Fan, das muss irgendwie zusammenpassen. Und dann müssen wir jetzt mal so ein bisschen über das Thema HR reden. Mhm. Du bist spezialisiert sehr stark auch auf das Thema Recruiting und Onboarding. Damit beschäftigst du dich. Was ist denn da aus deiner Sicht im Recruiting? Das ist ja das, was viele Unternehmen bewegt. Was ist denn da in Motion? Was ist gerade so en vogue? Was passiert gerade in den Unternehmen? Wie siehst du das Thema Recruiting? Also wenn man das so sagen kann, en vogue ist natürlich die Tatsache, dass im Grunde genommen jedes Unternehmen nach den besten Talenten sucht. Mhm. Aber en vogue ist auch, dass die meisten Unternehmen bei ihrer üblichen Vorgehensweise halt einfach auch bleiben. Also das heißt, wir schalten halt einfach mal ein paar Anzeigen. Nehmen wir doch einfach mal den Anzeigentext von vor, weiß ich nicht, 5 Jahren. Wann haben wir das letzte Mal einen ITler gesucht? IT-Support Specialist, ja, vor 5 Jahren, komm, nehmen wir einfach mal wieder die Anzeige, schalten das Ding und dann gucken wir mal einfach mal, was passiert. Werden sich schon ein paar Leute halt eben auch melden. Mhm. Es melden sich vielleicht auch ein paar, vielleicht ist der eine oder andere Gute auch dabei, aber letzten Endes, was ich halt einfach auch festgestellt habe, so die meisten, ich gehe jetzt mal so ein bisschen eine Stufe über die Recruiter, über die HR-Abteilung. Die meisten Unternehmen mit ihren Geschäftsführern oder natürlich dann auch in zweiter Linie den Personalleitern, die weichen sehr selten irgendwie von ihrer klassischen Linie irgendwie auch ab. Also da kann man irgendwie das Thema Fachkräftemangel und dass es nun mal auch eine hausgemachte Sache ist, kann man so oft wie möglich erwähnen und auch eben auch sagen, okay, mein Gott, dann lass uns doch mal wirklich an die eigene Nase mal fassen. Wie gehen wir eigentlich davor? Wir ballern eine Anzeige raus mit einem Text, den wir überhaupt gar nicht uns tatsächlich mal genauer angeschaut haben. Also die wenigsten hinterfragen dann letzten Endes auch die ganzen geforderten fachlichen und sozialen Kompetenzen. Ja? Und meines Erachtens fängt da schon mal die Krux an. Also sich wirklich Gedanken darüber zu machen, okay, wir suchen einen und dann ballert man so ein paar Buzzwords raus. Einen Engagierten, einen Sozialen, einen Kommunikativen, einen Teamorientierten. Ja, aber was heißt das letzten Endes? Ja. Ne? Weil im Grunde genommen kommunikativ, da kann man jemanden eben auch betrachten, der wahnsinnig gerne vor Leuten eben steht. Ein anderer sagt aber, nee, also kommunikativ, das ist doch eher jemand, der ganz genau auf den Punkt dem Kunden gegenüber den Benefit präsentieren kann. Der Dritte würde sagen, ja, kommunikativ, das soll eigentlich so ein Pausenclown auch im Unternehmen sein. Also letzten Endes, diese Hinterfragung der einzelnen Kompetenzen, die findet sehr, sehr selten statt. Mhm. Ja? Und dementsprechend kommt es auch so schwer zu einer Passung. Wenn ich mir vorher nicht Gedanken darüber gemacht habe, welcher Kandidat für mich der Richtige ist, welche Eigenschaften er haben soll, warum er diese Eigenschaften denn haben soll, warum die für mich, ja, als Unternehmer, als Personalleiter, als Geschäftsführer und eben für das gesamte Team, für das Unternehmen denn wichtig sind, dann kommen wir ganz schnell eben dazu, dass halt Leute mal so eben eingestellt werden. Ich kenne ja auch Sprüche von Personalentscheidern, von den Oberen, ja, die da sagen, jetzt nehmen wir den halt einfach mal, ist ein schöner geradliniger Lebenslauf,
Und wenn es nicht passt, dann wozu gibt es die Probezeit? Gibt's die Probezeit, ja? Genau. Also das ist für mich ein ganz schlimmes Argument, vor allem auch extrem kurzfristig gedacht, überhaupt gar nicht darüber auch nachgedacht, was letzten Endes diese Hire-and-Fire-Geschichte auch für das Image eines Unternehmens dann auf Dauer gesehen eben auch bewirkt. Und das ist natürlich eine absolute Bredouille. Also jetzt erster Punkt, ne, wie ich jetzt nochmal zusammenfassend jetzt sagen kann, also man macht sich einfach viel zu wenig Gedanken darüber, wen suchen wir, warum suchen wir ihn und wo können wir ihn dementsprechend auch finden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, welches Commitment kann ich eigentlich dem Kandidaten gegenüber denn machen? Ist es ein ausreichendes Commitment zu sagen, wir haben einen super Obstkorb, wir haben natürlich Getränke kostenlos, wir machen super Dachterrassen-Events. Weißt du, das sind so Sachen, die lese ich irgendwie tagtäglich in irgendwelchen Anzeigen und denke mir, habt ihr denn irgendwie keine weiteren Vorteile zu bieten? Wie schaut es eigentlich aus mit euren Werten? Weil letzten Endes stelle ich irgendwelche Kandidaten ein, von denen ich weder weiß, welche Wertvorstellungen sie haben, noch committe ich meine eigenen Werte. Und die sind ja wahnsinnig wichtig, um tatsächlich ein gutes und auch langfristig ausgerichtetes Fitting auch hinzubekommen. Ja? Ja, ja. Also Commitment halt eben, damit meine ich nicht, wir bieten dir, also ich finde es ja eher sowieso auch mal by the way gesagt, ziemlich peinlich, wenn Unternehmen sagen, 25 Tage Urlaub. Da sage ich mir, okay, darauf seid ihr also stolz. Ihr seid anscheinend auch gut mit den 30 Tagen, aber dass man das so erwähnen muss, so dezidiert. Ja, Das sind eigentlich die Basics. Ich sage auch nicht, du kriegst pünktlich dein Gehalt. Ich sehe das genauso. Auch sehr stark mehr auf die Persönlichkeit eingehen. Ja, wen suche ich als Persönlichkeit? Suche ich den Extrovertierten? Suche ich jemanden, der eine niedrige Ausprägung in der Geduld hat oder was auch immer? Weil wenn es irgendwie mal schief geht, um was geht es denn eigentlich? Geht ja selten um das Fachliche, sondern es geht meistens so immer irgendwie um die Persönlichkeit. Was ich jetzt so auch beobachte, ist, aber man ist ja jetzt in dem Thema Recruiting mittlerweile auch sehr technikverliebt. Digitale Prozesse, Mobile Recruiting, künstliche Intelligenz, KI im Recruiting, das sind ja auch alles so Schlagworte, die jetzt schon ein paar Tage unterwegs sind. Wie siehst du das Recruiting und Digitalisierung, wie passt das zusammen oder wo passt sie nicht zusammen? Natürlich ist es schon wichtig, gerade in etwas größeren Unternehmen, den gesamten HR-Recruiting-Prozess auch auf softwarebasierte Beine auch zu stellen. Ja? Ich sage mal so, das Nutzen der Software und all ihrer Möglichkeiten sollte schon in den Momenten zum Einsatz kommen, wo man sich selber ein bisschen Zeit dann dadurch freischaufen kann, um die tatsächlich menschenorientierten Dinge dann eben auch zu tun. Ja? Nur als Beispiel, wenn sich einer halt eben im System bewirbt, ja, auf eine Position, dann sollte sofort kommen, vielen Dank für Ihre Bewerbung und wir melden uns dann bei Ihnen. Nur als Beispiel. Das sollte natürlich ein Prozess sein, der jetzt nicht manuell getriggert ist, wo man einfach auch Zeit sich ersparen kann, ja. Was mir aufgefallen ist, also wenn ich auf der einen oder anderen Personalmesse bin, und ich meine jetzt nicht zum Beispiel die Zukunft Personal Europe, die ja immer jedes Jahr im September in Köln stattfindet, also das ist für mich ein herausragendes Event, weil wir da einfach nicht nur im Gegensatz zu der einen oder anderen HR-Messe, die ich auch mal in München erlebt habe, weil wir da nicht nur zu 99% alle Anbieter haben von HR, Software, KI und so können sie es schaffen, ihren Recruiting-Prozess auf super intelligente und effiziente Beine zu stellen, weil man da letzten Endes auch in den menschlichen Austausch geht, weil man sich da um Themengebiete kümmert, die KI nie im Leben erfüllen kann. Und was meine ich damit? KI kann niemals, ich sage immer so schön, ein sogenannter Perlentaucher sein. Ne? Also für mich ist ein richtig guter HRler, / Recruiter, jemand, der
klar, einen Lebenslauf lesen kann. Aber das kann man ja leicht erlernen. Ne? So, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen ketzerisch, so während des Studiums, ja, so eine in der Regel sind es ja Frauen, die sich auf das Thema Personalmanagement im Bereich ihres BWL-Studiums konzentrieren, so Lebensläufe lesen und so ein bisschen darauf achten, wo gibt es den einen oder anderen Gap. Und ne, das kann jeder erlernen. Und zwar auch relativ schnell. Und da musst du auch nicht mindestens 35 oder 40 Jahre alt sein. Da kannst du auch das gleich nach der Uni mit 23 machen. Aber das ist für mich nicht effizientes Recruiting, also effizientes langfristiges für ein Unternehmen. Effizienz bedeutet, oder wann kriegt man Effizienz hin als Personaler? Wenn du wirklich Lebenserfahrung hast. Wenn du wirklich vielleicht auch selber mal ganz unten warst, wenn du wirklich auch selber mal, ich spreche jetzt da schon noch ein bisschen von mir, Probleme damit hattest, dich selber zu positionieren am Markt. Wenn du weißt, was es heißt, wenn du die 100. Absage kriegst, überhaupt nicht auf den Kopf gefallen bist, auch vielleicht nicht ganz so doof ausschaust, wahnsinnig viel Erfahrung mitbringst, aber einfach in bestimmte Schemata, und da wären wir wieder beim Thema KI, ne? KI oder KI-basierte Software im Bereich HR, filtert ja, ne? Nach gewissen dann von den entsprechenden Entscheidern vorgegebenen Kriterien ja aus. Ja. Ne? Okay, also wenn ein Lebenslauf so nach dem Motto, ich mach's jetzt mal ganz platt, wenn ein Lebenslauf reinkommt, wo wir 4 Lücken a 3 Monate drin haben, dann sortiert die Software sofort aus, es kommt auf den Stapel Z und die Absage wird innerhalb von am besten noch 24 Stunden rausgeschickt. Ne? So. Wir haben uns intensiv mit Ihrer Bewerbung beschäftigt. Sehr, und leider, ja, total. Ja. Und leider haben wir jemanden gefunden, der noch passender ist, aber ach, seien Sie bitte nicht traurig, das wird schon. Ja? Das ist natürlich herzerfrischend. So, und letzten Endes, also nochmal Stichwort Perlen, Taucher. Wann kann ein HRler aus meiner Sicht ein Perlentaucher werden? Also sprich letzten Endes zwischen den Zeilen in einem Lebenslauf lesen. Ja? Mein Gott, da hat er vielleicht mal eine Arbeitslosigkeit gehabt. Mein Gott, da war er vielleicht in einer Branche tätig, die überhaupt nicht der unseren entspricht. Was hat Vertrieb und Recruiting vom Prozess, also von dem Acquisition, ja, ich rede jetzt von der Talent Acquisition, wo siehst du da möglicherweise Parallelen? Gibt es da Parallelen? Ja, Vertriebsprozess, Recruiting-Prozess? Mhm. Wie siehst du das? Ja, ganz starke Parallelen. Also es ist sowieso ein Wunder, sage ich jetzt mal, dass nicht schon viel früher Vertriebsabteilung eines Unternehmens sich mit der HR-Abteilung zusammengesetzt hat und Synergien gefunden wurden, wo der eine von dem anderen lernen kann. Ja? Ich sage jetzt mal so, der HRler, sei es der Recruiter oder der Personalentwickler, der Personalleiter, also der HRler an sich, das ist ja letzten Endes ja auch der Verkäufer am Markt. Ja? Er verkauft zwar nicht das Produkt, Dienstleistung jetzt vordergründig, natürlich schon auch, ja. Aber er verkauft die Werte des Unternehmens, er verkauft eine Position, er verkauft Commitments, er verkauft Aussichten, Visionen. Und das ist so wahnsinnig wichtig für einen potenziellen Kandidaten, für einen Bewerber, der dann nicht nur irgendwie, okay, die Position XYZ mit dem Obstkorb, da haben wir wieder den Obstkorb, ja. So, nein, er muss Emotionen verkaufen können. Im Grunde genommen ein Vertriebler, ein klassischer Vertriebler, jetzt kurz losgelöst nochmal von dem HRler, der auch ein Vertriebler ist, der muss ja mit diesen Produkten muss er ja irgendwie auch Begehrlichkeiten wecken, ja, Emotionen beim Gegenüber und weitere Ideen halt eben auch generieren. Was bringen dir, lieber Kunde, meine Produkte, meine Dienstleistung, damit du wiederum am Markt noch erfolgreicher sein kannst, ja? Genau. So, und letzten Endes ist das ja nichts anderes. Ja, also die sogenannte Candidate Journey beziehungsweise Customer Journey, das ist ja eins, fängt beides nicht nur mit C an, sondern im Grunde genommen, das ist ja das gleiche Ziel. Ich rolle jemandem, in dem Fall jetzt im Bereich HR, ich rolle den potenziellen Kandidaten oder demjenigen, den ich unbedingt haben will, aus welchem Grund auch immer, dem rolle ich schon, und das passiert leider viel zu selten, dem rolle ich jetzt einfach mal den roten Teppich aus. Ja, ich hole ihn ein Stück weit auch
ja, das klingt jetzt vielleicht sehr emotional, aber warum denn nicht mal emotional und losgelöst von diesem ganzen HR-Verwaltungsapparat, der letzten Endes doch überall anzutreffen ist. Ich hole denen jetzt mal auch die Sterne vom Himmel. Ich lüge ihm nichts vor. Nein. Ich sage aber, was möglich ist. Ich sollte mich doch als HRler, als eine Person und auch Persönlichkeit im Unternehmen präsentieren, wo mein Ansprechpartner auch merkt, das ist ja eine ganz andere Ansprache, die da fahren. Ja, normalerweise kann ich ja froh sein, wenn sich nach meiner Bewerbung vielleicht in 3 Monaten jemand meldet, so aus dem System heraus, das merkt er dann auch, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir brauchen aber noch ein bisschen. Mhm. Ja, so. Oder bestenfalls dann noch einen Tag, wir brauchen noch ein bisschen, einen Tag danach dann doch noch irgendwie die Absage rauszuballern, wo du merkst, das hat alles keinen Sinn und keinen Verstand. Also ein Vertriebler muss für den Kunden nahbar sein, genauso muss es aber auch ein HRler. Ja? Und was ich vorhin auch gesagt habe mit diesem, der HRler als Coach, ein Stück weit auch als Coach für den Kandidaten, das muss ganz deutlich spürbar sein, so nach dem Motto, ich bin auf deiner Seite. Ich bin nicht diejenige, die total unnahbar ist, die dir das Gefühl gibt, dass du froh sein kannst, wenn ich mich bei dir melde. Das findest du an jeder Straßenecke. Ja. Aber genau das Gegenteil muss erzeugt werden. Und da kann HR wahnsinnig viel von Vertrieb lernen. Und das würde ja der Vertriebler auch nicht machen. Der Vertriebler muss ja heute auch mit dem Kunden Ideen entwickeln. Er muss mit ihm auf Augenhöhe sein und nicht nur mein Haus, mein Auto, mein Baum, ja, tolle Produkte, gute Preise, gute Besserung, übertragen der Obstkorb, sondern ich muss mit meinem Kunden zusammenarbeiten. Ja. Ja, und ich glaube, da muss viel passieren aus meiner Sicht und wir müssen, glaube ich, trotz Digitalisierung, und das ist ja auch das, was du gesagt hast, mehr auf den Human Touch kommen wieder. Ja. Ja? Also miteinander reden, sich austauschen, das Gegenüber verstehen. Es würde kein Vertriebsleiter heute auf die Idee kommen, komplexe Produkte und Dienstleistungen rein über einen IT-bezogenen Prozess zu verkaufen. Würde jeder sagen, ja, das funktioniert nicht. Wir müssen vielmehr mit unserem Kunden in Dialog kommen. Wir müssen bei ihm am Tisch sitzen, wir müssen uns mit ihm austauschen, um zu verstehen, was sind denn seine motivierenden Bedürfnisse, dass er bei uns kauft, was sind vielleicht auch innere Schweinehunde, die es gilt zu überwinden, damit wir den Abschluss bekommen. Ich glaube, da ist noch viel. Vielleicht auch ganz kurz noch Stichwort Human Resources. Also ich sage immer, also ich möchte ganz gerne, klar, natürlich, das wird immer der Begriff auch sein, ja, die Begrifflichkeit, die letzten Endes für die Personalabteilung eines Unternehmens steht. Aber warum sagen wir nicht einfach Human Responsibility? Ja, okay, es wird niemals die Human Responsibility Abteilung sein. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ne? Sogenannten HR Ambassador, letzten Endes dann auch an den Mann, an die Frau in den Markt reinzuschicken, ein Ambassador, ja, dieser Botschafter, der Botschafter von Werten, von Visionen, ne? Und nicht nur irgendwie der Verwalter, der da sagt, danke für die Vita und wann haben Sie denn mal Zeit, ne? So, und dieses Human Responsibility, da sind wir immer noch bei den 2 Buchstaben H und R, ja, drückt aber mehr aus, drückt eine Verantwortung dem Kandidaten gegenüber aus, ja, weil letzten Endes, und dann mal wieder beim Vertrieb, Robert, der Kandidat, der vielleicht dann doch nicht zu uns passt, der könnte aber unser nächster Kunde sein. Und wenn ich den vergraule, wenn ich den Dreck behandle, meinst du, der wird dann jemals? Nein, natürlich nicht. Genau. Und wo wir auch wieder bei Kununu wären und es spricht sich so wahnsinnig schnell im Netz rum, wie man, ob man responsible handelt und dementsprechend jedem einzelnen Kandidaten die Wertschätzung gegenüberbringt, die wirklich auch jeder Mensch auch verdient hat. Und da schlage ich wieder den Bogen, ich sage jetzt mal ein Stück weit auch zu meiner Meinung, dass einfach gute HRler ein gewisses Alter, auch eine gewisse Erfahrung und sehr, sehr gerne auch mal selber mal einen Griff ins Klo halt eben auch hatten und uns selber mal auf der Straße vielleicht auch
besten, schrägstrich schlechtesten Fall standen, sodass sie einfach sehen, welcher Pain letzten Endes auf einen Bewerber auch zukommt und was das, was das aber auch für ein Potenzial für ein Unternehmen ist, das anders und das werteorientiert denkt und das halt eben, und jetzt komme ich leider wieder auf diesen phänomenalen Obstkorb und den geilen Dachterrassen-Events und auch wenn ich auch so lese, unsere Kaffeemaschine ist voll super, da denke ich mir, Mensch Leute, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Ändere ich dafür mein Leben? Ja, ich sage, so. wenn wir mit Mandanten das erste Mal ins Gespräch kommen, die sagen, Mensch, könnt ihr für uns rekrutieren? Ich stelle ihnen eine Frage. Warum soll ich als Bewerber für ihr Unternehmen mein Leben ändern? So ist es Obstkorb? Ist es Kaffeemaschine? Natürlich. Ist es Dachterrasse? Ja, nee. Klar. Dafür ändere ich nicht mein Leben. Ja, ja. Und genau das Gleiche habe ich natürlich auch im Vertrieb. Nur Feature-Fucking funktioniert heute nicht mehr. Und im HR machen wir leider noch Feature-Fucking. Ja. Ja. Und das muss ich so ein bisschen ändern. Ja. Ja. Was im Vertrieb natürlich auch immer wieder ein Thema ist, oder nicht immer wieder ein Thema, oder was da immer ein Thema ist, sind Kennzahlen. Also Vertrieb wird auch sehr stark über Kennzahlen getrieben. Wie siehst du das aktuell? KPIs, wie es auf Neudeutsch heißt, Key Performance Indicators, im Recruiting, ist das schon angekommen oder was passiert denn da gerade? Ja, also auf jeden Fall angekommen muss es natürlich auch. Ne? Also ich habe ja als HRler auch natürlich eine gewisse Beweispflicht der Geschäftsführung gegenüber. Mhm. Natürlich muss ich, es gibt ja unterschiedlichste KPIs im gesamten HR-Bereich, wenn ich jetzt speziell an das Recruiting denke, es fängt ja an von welche Kanäle nutze ich eigentlich, um eine Stellenanzeige zu lancieren. Wie ist das Verhältnis Ausgaben für diese Stellenanzeige und letzten Endes Resonanz auf die Vakanz? Wie ist das Verhältnis, was weiß ich nur als Beispiel, 20 haben sich über Stepstone beworben, von diesen 20, wie viele habe ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, wie viele bleiben mir letzten Endes erhalten oder beziehungsweise bekommen einen Vertrag auch zugeschickt, wie viele, und das ist die weitere Kennzahl, wie viele überleben denn die Probezeit, ja, wie viel kostet mich, auch wieder so eine Kennzahl, der gesamte Recruiting-Prozess, ja, vom HRler angefangen über Schlag mich tot, ja, also so unterschiedlichste Schritte, Milestones, die in dem Zusammenhang natürlich auch gegangen werden. Ja? Also man braucht das auf jeden Fall, je größer das Unternehmen, klar, Stichwort Personalcontrolling, da ist das natürlich schon längst angenommen und ist angekommen und ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor, das sich immer vor Augen auch zu behalten und dementsprechend auch Richtungen zu ändern. Ja? Also wenn ich zum 10. Mal merke, dass die Anzeigenschaltung über Stepstone, Monster, Stellenanzeigen, dann vielleicht auch noch die Meta-Suchmaschinen, wo alles in allem ja auch drin ist. Job World, Job Robot, was weiß ich. Ist verrückt. Das muss sein, ja? Also, ja. Das muss sein. Bei jeder Leaders in Motion muss ich einmal drauf. Das ist alles gegeben. Bei wie viel km/h waren wir denn jetzt gerade? Sag ich nicht. Von null auf fast 200. Ja, wir waren dreistellig. Wir waren dreistellig, alter Schwede. Wo war ich denn nun? Bei den Kennzahlen. Bei den Kennzahlen, genau. Lieber Mann, aber jetzt ist so viel Emotion im Spiel, dass die Zahlen ja gar keinen Platz haben. Ja, ja, also ich mach's mal kurz und prägnant zusammengefasst. Kennzahlen sind wahnsinnig wichtig, damit du letzten Endes auch. Und dann auch adaptieren, ja? Also anpassen. Das ist ja das, was wir auch im Vertrieb haben. Ja. Wenn ich sehe, eine gewisse Vertriebsstrategie, merke ich an den Kennzahlen, die funktioniert nicht mehr, dann muss ich auch adaptieren. Ja. Und da glaube ich, ist auch noch etwas Room for Improvement im HR. Mhm. Ja, okay, ich werte diese Dinge aus. Ja, was kommt oben in meinen Trichter rein? Was kommt unten raus? Mhm. Dann wechsle ich vielleicht nochmal. Naja, Stepstone ist nicht so das Tolle oder wer auch immer. Ja, ich will jetzt Stepstone. Ja. Aber da wird die Recruiting-Strategie nicht so wirklich hart angepasst, oder?
Ja, es ist also letzten Endes hart angepasst. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken. Man kann vielleicht mit den Zahlen gar nicht so viel anfangen. Also man macht nicht das Beste draus. Ja. Man geht dann trotzdem immer wieder den gleichen Weg. Man sagt sich, ja, mein Gott, ey, dann ja, beim nächsten Mal. Oder was soll man denn weiteres machen? Okay, da könnte man theoretisch vielleicht irgendwie so ein Recruiting-Event machen, mal das Recruiting auf ganz andere Beine stellen. Mhm. Ich hatte auch mal ein Jobspeed-Dating bei meinem letzten Arbeitgeber gemacht, das sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Also wirklich speziell über LinkedIn aus 300 Profilen in einer Stadt außerhalb von München nach ganz speziellen Entwicklern gesucht, aus den 300 Leuten 10 gefunden. Diese 10 haben wir dann eingeladen, einen ganzen Vormittag lang. Mhm. Und die Agenda war auch schon den Kandidaten sozusagen bewusst, damit sie sich darauf vorbereiten konnten. Mhm. Also von ihrer eigenen Kurzpräsentation über Präsentation eines gewissen IT-Projekts bis hin zu einer Gruppenaufgabe. Ja, man könnte jetzt sagen, ein bisschen AC-mäßig, ja, so ein bisschen Assessment Center-like, aber auf einem ganz anderen Niveau. Okay. Und ohne Stress und ohne irgendwie, ne, genau, sondern einfach auf einer sehr interessanten und natürlich immer stets humanen Ebene. Und letzten Endes von diesen 10 wurden dann 3 eingestellt, ja. So, ich habe jetzt in dem Zusammenhang, weil ich bin nicht so der Zahlenmensch, um ganz ehrlich zu sein, habe ich da nicht meine KPI-Hausaufgaben gemacht. Aber letzten Endes, also hat dann das Ergebnis dann schon für sich gesprochen. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen und das von meiner Seite auch zusammenzufassen, ja, die Fakten liegen auf dem Tisch. Ja, aber irgendwie, ach komm, jetzt probieren wir es halt nochmal. Und ja, wird schon irgendwie klappen. Ne? Ist der Schmerz noch nicht hoch genug? Ja, ganz definitiv, absolutes, ja, der Schmerz bei ganz, ganz vielen, ich möchte jetzt nicht unbedingt nur auf dem deutschen inhabergeführten Mittelstand rumreiten, aber gerade in dem Bereich, da ist the pain, ja, ich sage immer so schön, the pain in the ass ist einfach noch nicht da. Schönes Schlusswort würde ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber Ansporn für die Zukunft. Dass nicht weiter Hopfen und Malz verloren ist, das ist die Aufgabe im HR, vielleicht ein bisschen näher mit Vertrieb zusammenrücken, voneinander lernen. Vertrieb lernt von HR, aber vielleicht auch HR lernt von Vertrieb. Mhm. Vielleicht können wir da in der Richtung noch ein bisschen was bewegen. Mhm. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass du mit mir hier unterwegs warst. War sehr kurzweilig und spannend. Und wenn auch ihr oder wenn Sie mal mit mir hier in München oder sonst wo in Deutschland unterwegs sein wollt, im Tesla uns über spannende Themen, so wie jetzt hier mit Ellen, austauschen, kontaktiert mich. Ich werde auch dein LinkedIn-Profil hier in dem YouTube und Posts vernetzen. Kontaktiert mich, schreibt mir auch Kommentare zu dem Video, freue ich mich drüber und vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer an dieser Stelle, Ellen, jetzt Pommesgabel, keep on rocking. Yeah, keep on rocking HR. Ciao, danke. Ciao.